Servus liebe YouTube-Freunde und ein herzliches Willkommen zum Farmvlog Nummer, ich glaube, 121 oder so ähnlich. Ja, seht ihr ja in der Videobeschreibung bzw. oben im Titel. Ja, wir haben schon wieder Sonntag bei mir. Ich habe am Freitag das erste Mal jetzt gearbeitet gehabt. Früh um 7 angefangen und bis 13 Uhr haben wir gearbeitet. Hat sehr viel Spaß gemacht, war ein schöner Tag. Ja, richtig klasse. Ja, und dann hatte ich Wochenende. Ist nicht viel passiert. Freitag bin ich heimgekommen, habe bloß meine Stelle gemacht und habe mir es dann ein wenig bequem gemacht. Am Samstag, also gestern früh, haben wir dann in der Küche angefangen, die Hängeschränke runter zu machen und Tapeten abzukratzen. Da ist die erste Wandseite schon fertig, die zweite Wandseite jetzt zur dreiviertelten Länge, kann man sagen. Und jetzt kommt noch eine Seitenwand hüben und eine Längsseite. Und dann nur noch die Rückseite, die Rückwand, dann ist die Küche fertig tapeziert. Ist ein bisschen Arbeit, die alte Tapete runter zu kratzen, ist eine matzmäßige Arbeit. Ich weiß schon, die anderen, die sagen immer, alle streichen ist einfacher. Klar, streichen ist freilich einfacher. Da streichst immer wieder drüber und immer wieder drüber. Aber so ist es halt. Die Tapete, die wo ich jetzt dran habe, die gibt es halt nun mal nicht als, ich sag mal, Streichoptik. Außer es ist jemand Graffiti-Künstler, der könnte das hinkriegen, der kriegt die Steinoptik hin. Aber dazu später mehr, das zeige ich euch. Ja, was ist heute dann am Sonntag ein bisschen passiert? Ganz einfach, ich habe wieder Futter gekocht für die Schweine. Ich habe es aussortiert und gekocht. Und hier blubbert quasi, war heiß, der Rest quasi, der zweite Pott. Das sind jetzt wieder Kartoffeln von uns selber. Unten drin sind dann Bohnen und Erbsen. Außerdem sind unten drin dann noch ein paar Auberginen. Und einige Suppengrün. Ja, dann hat es noch gegeben die Pötte da für die Schweine. Und der da ist schon fertig gekocht. Das sind auch eigene Äpfel und nochmal so eine Mischung. Und eine Kiste für hinten für die Pferde. Einen Eimer haben wir vorhin schon an die Gänse verfüttert gehabt noch. Da war was dabei. Und die Schweine hatten heute auch schon zwei große Portionen. Beziehungsweise waren sogar drei Eimer voll. Die kriegen jetzt dann zum Abendessen noch ein paar Kartoffeln. Ja, und das ist wieder mal der Biomüll, der dabei rumkam. Ist halt leider immer dabei. Die Pflanze, die da drin ist, natürlich nicht. Die ist aus dem eigenen Haus. Das leeren wir jetzt gleich aus. Und dann wird hinten bei die Pferde das Wasser aufgefüllt. Dass da der vorangeht. Dann gehe ich noch zum Leo. Und dann gehe ich noch zu die Schweine und Hühner, dass die eingesperrt waren. Und dann ist für heute schon wieder Feierabend. So schnell geht der Tag immer rum. Ist halt nun mal so, ne? Gut, ich vertrage das jetzt mal schnell und wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich hinten bei den Pferde. Da habe ich, wie gesagt, heute gleich ausgemistet. Muss man ja nutzen, heute ist Sonntag. Morgen dann wieder ganz normal auf die Arbeit. Und bis Freitag dann, ja, mehr oder minder wieder durcharbeiten. Ich meine, das ist ja eigentlich der normale Beruf, dass du von Montag bis Freitag arbeitest. Und das ist auch ganz schön. Und ja, deswegen, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt, muss man immer ein bisschen Vorbereitungen treffen. Das Stallausmisten ist ja doch ein bisschen aufwendiger. Und wenn ich abends um Viertel fünf nach Hause kommen und habe dann vielleicht noch die Wiesen abzuschleppen oder habe noch andere Arbeiten nebenbei, das Futter holen oder so, dann hast du dafür natürlich nicht so viel Zeit, wenn du dann auch noch Abendessen willst und dich noch einmal hinsetzen willst oder so. Musst du ja gucken, wie du das unter den Hut kriegst, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel den Stall gründlich ausgemistet. Da haben wir das Resultat. Eine volle Lore. Naja, voll ist sie noch nicht. Das sackt bis morgen noch zusammen und dann ist er halb voll. ja, aber das ist das Übliche. Wasser fülle ich gerade auf, wie man sieht, ist voll. Ich tue mal einen Schlauch ausschalten und dann bin ich gleich wieder zurück. Ja, sind wir im Pferdestall drin. Wasser habe ich gerade ausgedreht, Schlauch aufgewickelt und da tun sich die Herrschaften gütlich. Der Maggie natürlich wieder voll drin. Der Maggie! Schaust du raus. Und ja, immer. Der Esel zwischen die zwei Pferde. Und die, der wehrt sich aber trotzdem noch gegen die zwei. Ja, und der sowieso. Hä? Longhorn Joe. Ja, und mein Schmuddel Hanna. Heute früh geputzt. Dieses Pferdchen. Unmöglich. Was hast du sagen, mein Gute? Lasst es euch schmecken, gell? Ja, die haben ihre Ration. Ich sag, heute früh war ich hinten im Stall gestanden, da habe ich sie geputzt. Ja.
So ist das halt, ne? Die lässt den ganzen Tag dann alleine und dann schaffen die das immer, dass sie sich so zusammensauen. Kapier ich nicht, kapier ich nicht. Na gut, auf zum Leo und dann noch zu die Schweinenunde. Und dann gibt es noch mal was zu sehen für euch. So Leute, jetzt gibt es wie gesagt was zu sehen. Wir befinden uns jetzt in meiner zukünftigen Wohnung. Der eine oder andere hat es auf Instagram schon gesehen. Das ist mein Schlafzimmer. Also die eine Wand ist so tapeziert. Um auf die Frage nochmal zu gehen, warum London, warum England, warum Großbritannien. Das hängt mit meinem Auto zusammen. Und die englische Geschichte finde ich halt auch relativ interessant und deswegen so. Ja, möbeltechnisch habe ich Kiefer. Geht natürlich alles immer geputzt. Das Regal kommt dann da hinten in die Ecke. In der Ecke unten ist da nochmal der Hundekorb. Da kann der Hund mitschlafen. Nachttischle. Mein Bett ist ja auch Kiefer, das ist unten. Die zwei Schränke gehören eigentlich in die Küche. Das ist noch tapeziertisch. Ja, da dann ein großes, schönes Fenster, doppeltüriges. Und mein Vorhang. Auch wieder England. Ja, und so schaut das Ganze hier drinnen, wie gesagt, aus. Da kommt dann der Fernsehen hin. Ich habe noch einen alten, der kommt dann hier rein mit dem Receiver. Und ja, so ist der Anblick, wie gesagt, von meinem Schlafzimmer grundsätzlich fertig. Schreibtisch dann, da kommt der Computer hin, in die Ecke da. Aber das ist dann erst, wenn es hier oben die Wohnung fertig ist, dann kommt das auch mit rein. Ja, und dann geht es vom Schlafzimmer hier in den Flur. Komm! Das ist mein Flur. Das da ist das Zimmer von meiner Schwester. Ja, großer Einbauschrank hier hinten drin. Dann das Badezimmer. Ist wie gesagt alles noch ein wenig Baustelle, ist ganz klar. Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Ist alles jetzt nicht aufgeräumt. Wie gesagt, alles noch in der Umbauphase. Da sind wir ja die ganze Zeit drüber. Hier waren Fliesen auszutauschen und da hat man Wasserschaden. Und ja, es geht stückchenweise voran. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Baustelle. Vom Bad geht es hier durch den Flur. Die Vitrine dort, da kommen dann einmal meine ganzen Traktormodelle rein. Die Eisenbahn kommt wieder mitunter in den Hobbyraum, wo jetzt mein Schlafzimmer ist. Mein jetziges noch. Die Vitrine ist noch fürs Wohnzimmer mitgedacht. Die muss dann später noch vor, aber da muss das erst fertig sein. Hier die Garderobe. Geht hier rum. Dann hier wegen so Steintapete, die habe ich mir rausgesucht. Und durch den Bogen durch. Und dann kommst du hier in die Küche. Und hier schaut es dann so aus. Das ist meine Küche. Die Tapete jetzt da ist neu. Vorher war die Küche so grün und mit schwarzer Tapete bezogen. Und ich wollte jetzt da wegen was Helleres. Ich habe jetzt so Steintapete. Die Fliesen, die man hier sieht, die sind irgendwann einmal mit Fliesenlack behandelt worden. Ich habe sie jetzt abgeschliffen wieder und da kommt dann wieder weiße Fliesenlack drüber. Weil so kann ich sie leider nicht lassen. Das geht nicht. Der kommt, wie gesagt, wieder schön weiß. Ja, das ist die Küche. Die wird jetzt diese Wand und diese Wand und diese Wand und diese Wand hier drüben. Das ist übrigens die Speise da innen. Wird in Steinoptik und die restlichen Wände oder die restliche Wand, das ist ja nur noch eine, das ist dann die komplette hier drüben, die wird mit dieser weißen Strukturtapete dort tapeziert und dann schaut es optisch doch ganz gelungen aus, das Ganze. Ja, so schaut es auf alle Fälle hier drinnen aus. Ich finde, das macht sich doch ganz gut, kann man noch sehen. Und ich freue mich schon richtig, wenn ich dann nochmal hier oben einziehen kann. Es ist halt, wie gesagt, noch ein bisschen hin, aber mein Gott, das ist halt, wenn du eine Baustelle hast, das geht halt nicht von heute auf morgen, das dauert immer ein bisschen Zeit. Ja, Wohnzimmer zeige ich jetzt nicht. Da ist, wie gesagt, noch komplett Baustelle. Das schaut ja noch schlimmer aus wie die Küche. Aber man muss sich halt Raum für Raum vorarbeiten, das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Und wenn es denn fertig ist, dann machen wir mal eine richtige Roomtour. Dann wisst ihr jetzt eigentlich, was ich immer hier treibe. Und warum da die Videos teilweise mal kürzer sind oder warum es jetzt draußen halt nichts zu tun gibt. Also draußen kommt mit Sicherheit auch noch Arbeit. Jetzt geht es aber dann auswärts. Ackerbaulich haben wir nichts zu tun, das habe ich im Livestream schon gesagt, da bin ich gefragt worden. Aber da steht nichts weiter an. Bloß halt dann einmal ackern für die Kartoffeln und rumfräsen und dann die Kartoffeln stecken noch.
Und ansonsten düngen oder was brauche ich nicht. Mist gestreut haben wir im Herbst, das passt, das ist der Dünger fürs ganze Jahr nochmal. Es reicht immer, kommen wir ganz gut hin damit. Und ja, im Grünland wird es erst Mitte, Ende März losgehen mit dem Abschleppen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehe ich rauf zum Essen. Gibt heute bei uns Pizza. Ah, wir haben Montagabend. Ja, heute ein bisschen windig, leicht stürmisch. Obwohl im Moment geht es eigentlich. Ist bei euch auch so? Habt ihr auch Regen oder Sonnenschein? Oder weht es bei euch so richtig? Also bei uns nicht. Es geht eigentlich. Es ist immer mal so ein wenig Böe, aber es geht. Ja, heute ist nochmal so weit, Holz zu verfahren. Das wird wieder gemacht, das wird leer. Machen wir selbstverständlich wieder mit dem Lader. Und da nehme ich euch noch einmal mit dazu.
Ja, so schnell geht's. Holz wieder oben. Ich fahre dafür jetzt gerade mit dem Hubwagen noch neu. Und dann ist schon wieder Feierabend. Ja, die Ställe habe ich gerade alle fertig gemacht. Ich habe gestern wieder vorbereitet gehabt. Und heute hatte ich dann bloß zu füttern und zu einzuspannen. Und beim Leo und bei den Schweinen frisch Wasser. Das hat soweit gepasst. Ja, dann ist das schon wieder erledigt. Und dann kann man sich jetzt bei dem Wind und bei dem Feuchten ein wenig einsetzen, kann ein wenig entspannen, ein wenig ausruhen. So in etwa. Ja, die Hunde stehen da oben. Leo, Riley. Und dann ist schon wieder Feierabend. In Instagram habe ich jetzt erst ein Bild gepostet gehabt, so was ich als Hobby noch ein wenig habe. Ja, ich habe eine Winchester und ein Colt SAA. Sind zwei CO2-Waffen, mit denen schieße ich gerne mal in der Freizeit ein bisschen auf Dosen. Also nein, ich bin kein Jäger, weil die Frage auch kam. Nein, wie gesagt, ich schieße da wegen in der Freizeit. Und wenn wir da schon dabei sind, was so meine Hobbys sind, dann zeige ich euch natürlich gerne noch, was ich noch so für Hobbys habe. Der ein oder andere hat ja schon gefragt, ob ich das nicht einmal machen kann. Also, so ein Hobby, was ich schon relativ lang habe, ist Modellbau. Und was mich immer fasziniert hat, war der Militärmodellbau. Da hätte ich zum Beispiel hier einen 1:6 Kübelwagen Typ 82 mit Allradantrieb bei mir. Dann hätte ich hier drüben einen Typ 188 Schwimmwagen. Schwimmfähig, mit Schiffsschraube, die auch funktioniert. Ein Flakgeschütz hätte ich, ein Kettenkrat hätte ich, ein MG-Tripod. Dann hier drüben eine Nebelwerfer. Und ja, das größte Fahrzeug davon wäre dieses Ungetüm. Also der täuscht, der ist schon groß. Also ich habe Schuhgröße 50. So mal im Vergleich dazu. Den Fuß sollte man nicht drunter kriegen. Das Ding, das wiegt 150 Kilo. Ist nicht zu empfehlen. Steht hier in meiner alten Küche. Wie gesagt, die ist halt momentan ein wenig im Umbau noch. Der steht hier. Der eine oder andere kann damit was anfangen. Das ist halt, wie gesagt, Hobby. Ja, dann der Hubschrauber, der da oben hängt, den habe ich ja mal von meinem Paten geschenkt gekriegt. Das war der von meinem Onkel quasi. Dann hätte ich hier noch, der ein oder andere kennt die Serie vielleicht, auf Achse, den LKW davon. Der Auflieger passt noch nicht dazu, den wollte ich irgendwann nochmal noch umbauen, aber da fehlt im Moment auch die Zeit. Ist ein Mercedes 1632 NG in einem Maßstab 1:10, komplett umgebaut. Einen alten Linde-Stabler vom Hersteller Digi, den habe ich auch ein bisschen modifiziert. Der ist jetzt funkferngesteuert, vorher war er kabelgebunden. Dann einen Unimog 406, den ich umgebaut habe. Mit Seilwinde vorne dran, auch voll geländegängig das Teil. Dann hätte ich hier oben noch stehen U-Boote und eine Bismarck im Maßstab 1:350 oder 380, ich glaube 350, auch voll elektrisch, steuerbar auf dem Wasser. Die drei Schrauben sind einzeln ansteuerbar, das Ruder kann ich ansteuern über ein Servo und eine Seiltechnik, die ich drinnen verbaut habe. Die fährt auf alle Fälle auch. Und ja, mein Auto habe ich aber nachgebaut, ist dieser hier. Der steht bloß aufgebockt, dass die Federn nicht zusammensacken. Und er hat wie das Original natürlich auch hinten Spitzhacke und Schaufel dran. Ja. Das ist mein Land Rover noch im kleinen Maßstab. Ja, das ist so ein wenig Hobby. Dann habe ich noch einen anderen Raum. Das sind auch noch ein paar Sachen. Hier oben hätte ich im kleineren Maßstab noch den Königstiger, Tiger 2. Im Maßstab 1:16. Da wäre noch eine große Pack, die muss noch umgebaut werden. Die soll bewegliche Räder kriegen, weil die sind fest. Da muss ich Achsen reinbauen, dass die hinterm kleinen Kettengrad hängen werden kann. Und dann hätte ich noch eine amerikanische, ich glaube eine M3 Pack. Die steht auch noch rum. Ja, ist halt so ein wenig Hobby. Noch ein paar Modelle im Maßstab. Puh, jetzt müsste ich lügen. Keine Ahnung, 1:22 oder irgend sowas waren die, glaube ich.
Bücher. Da steht noch ein originales Kettenglied für den Kraftsport zwischendurch. Das stammt übrigens bei uns aus dem DAF. Stammt vom Panzer 3, vom Bergepanzer. Der war hier stationiert im Zweiten Weltkrieg und ist gesprengt worden. Und das Ding, das ist quasi so übrig. Ja, und das da ist eine 8,8er Granate, die gehört eigentlich in den Tiger rein. Also quasi in den Panzer. Die habe ich hier drinnen stehen. Ist leer. Die ist mit Sand aufgefüllt. Die steht bloß als Deko rum. Also keine Ahnung, keine Angst, die ist nicht scharf. Braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ja, das sind so die Hobbys, die ich halt habe, was ich noch mache. Dann meine Modelle in der Vitrine, die Schlepperhunde, das kennt ihr ja schon. Die sammle ich ja schon seit Jahren. Ein wenig Lego baut man noch. Und ja, das ist halt so ein wenig die Spielerei, die man da noch hat. Der ein oder andere findet es vielleicht bescheuert, aber das gehört einfach dazu. Wie gesagt, ich mache Modellbau gern und ich mache den Militärmodellbau gern. Das fasziniert mich einfach. Und ja, mir die CO2-Waffen dann draußen ein wenig schießen, ist auch nicht schlecht. Also Luftdruckwaffen macht auch ein bisschen Spaß. Einfach wegen Dosen über den Haufen schießen, so in der Freizeit. Ja, halt Freizeit-Cowboy quasi, ne? Ja, auf alle Fälle so viel dazu. Und ja, mehr gibt es dann eigentlich gar nicht mehr zu sagen für dieses Video. Ich sage dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag um 16:30 Uhr. Quatsch, um 16 Uhr wieder. Hoffe ich zumindest, dass ich bis dorthin ein bisschen Videomaterial zusammenkriege. Wie gesagt, ich gehe ja jetzt arbeiten. Das wird sich jetzt die Woche dann zeigen, ob ich da was gefilmt kriege oder nicht oder wie auch immer. Und dann schauen wir mal. Auf alle Fälle wünsche ich jetzt allen eine schöne Woche. Sag nochmal danke fürs Zusehen. Und man sieht sich wieder. Bis dahin. Servus, bis die Tage.